Ich habe dieses Spiel bereits gemeistert und kein Interesse mehr daran. So, Forschungskonsole. Mal sehen, was wir jetzt erforschen können. Ich weiß es, ich weiß es. Entweder den Doppelreaktor für die WBFs oder die automatisierte Raffinerie, die mir wirklich lieber ist. Erforschen. Okay, damit brauchen wir keine WBFs mehr für unsere Raffinerien. Wer hätte das gedacht? So, gehen wir doch mal ins Arsenal. Wir haben wieder ein bisschen Geld dazu bekommen. Spinnenminen. Ja, der Adler hätte mir besser gefallen. 52 QDMM Spinnenmine. Spinnenminen gehören zu einer sehr kleinen Kategorie von Technologie, die von der alten Erde kam und den Absturz der Kolonieträger überlebt hat. Terranische Infanterie Strati. Was machen die da? Hört auf, mich abzulenken. Ist. Oh Gott, jetzt bin ich total auf dem Muster, weil die sich dann bekämpfen. Ist traditionell den Feinderkennungssensoren gegenüber sehr kritisch eingestellt. Im Jahr 2499 veröffentlichte Yaun Pictures Spinneminen 4, der Tod von unten. Damit wurde eine Serie über Spinnminen, die ein Bewusstsein entwickeln und sich gegen ihre menschlichen Erschaffer richten, fortgesetzt. Es war gleichzeitig das halbe Holo der Serie. Das ist krank. Aber die Dinger gefallen mir. Die haben ja auch schon im ersten Teil gefallen, nur da sahen die noch anders aus. Okay, gucken wir doch mal in unsere Arsenalkonsole, was es für die Adler so gibt. Fahrzeuge, Adler. Cerberus-Mine erhöht den Explosionsradius 33% und den Verfolgungsradius und wieder auffüllbares Magazin. Adler können Minen 15 Mineralien pro Mine auffüllen. Okay, aber das brauchen wir nicht wirklich. Basis was Neues. Terraner-Gebäude. Zeigst du mir, ich wollte schon sagen, zeigst mir das nicht an. Brandschutzsystem. Alle Feuer in Gebäuden werden automatisch gelöscht und Gebäude reparieren sich bis zu 50% ihrer Trefferpunkte erreicht sind. Und Satellitenzentrale. Scannersuche Mule anfordern. Das ist verdammt nützlich hier. Aber das wollen wir nicht. Wir holen uns dann doch lieber die Satellitenzentrale. Da nein. Ich bin mir unsicher, aber wir nehmen das hier, weil wir damit besser mit den Siege-Tanks arbeiten können. Da können wir Bereiche aufdecken auf der Karte. Das ist einfach nur genial. Hier sieht man es auch gut. Getarnte Einheiten. Wir decken den Bereich auf und wir sehen die Einheiten. Kaufen. Okay, wir gehen aus dem Arsenal raus, bevor ich wieder Sachen kaufen will. Brücke. Ja, hier gibt es nichts Neues. Keine neuen Gesprächsstoff. Erstmal auf die Schiffsmesse. Tykes hat doch bestimmt was zu sagen. Ja, da heißt er ja. Tykes! Verrat mir doch mal, was zwischen dir und Mengsk damals passiert ist. Sieht so aus, als wärt ihr mal unzertrennlich gewesen. Ich dachte, dass Mengsk die Dinge ändern könnte. Seite an Seite habe ich mit ihm gekämpft, bis Tarsonis ist. Da hat er dann die Zeit dazu benutzt, die Bevölkerung des gesamten Planeten auszurotten. Er überließ Kerrigan ihren sicheren Tod. Nur weil sie ihre Meinung gesagt hat, dieser elende Mistkerl. Am Ende war er kein bisschen besser als die Konföderation. Verdammt. Du hast ein echt gutes Händchen für Freunde, Jimmy. Ironisch, okay. Ich habe nicht zuerst die Nachrichten angemacht. Wieso hängen da Schuhe rum? Naja, gehen wir auf die Nachrichten. Imperator, es wurde viel über den tragischen Untergang von Tarsonis geschrieben. Tilowskis Enthüllungsreportage Götterdämmerung eines Imperiums behauptet sogar, dass sie persönlich die Konföderation gestürzt haben, indem sie für den Fall von Tarsonis sorgten. Verschwörungstheorien gibt es immer wieder. Fakt ist jedoch, dass eine Großinvasion der Zerg auf Tarsonis stattgefunden hat und keine Macht des Universums sie hätte aufhalten können. Es war ein wahrhaft schrecklicher Tag. Chilowskis Film betont die scheinbare Zweckmäßigkeit des günstigen Zufalls, dass die Aliens eine korrupte Regierung auslöschten, die sie selbst ihr Leben lang zu stürzen versuchten. An diesem Tag sind Millionen gestorben und Sie sprechen von Zweckmäßigkeit? Ja, ich bekämpfte die alte Konföderation, doch niemals zu meiner persönlichen Bereicherung. Als es für mich an der Zeit war, die schwere Last der Führung zu übernehmen, so tat ich es nur, um unser Überleben als Spezies zu sichern. Klare Worte vom Imperator selbst. Als nächstes im Programm: Zerklinge, allergisch gegen Zitronensaft.
Nur Altweibergeschichten oder die neue Superwaffe im Kampf für die Menschheit? Natürlich macht Zitronensaft die Zerklinge platt. Okay, hat er Neues für uns? Söldner sind so unzuverlässig. Im Gegensatz zu Rebellen oder Piraten. Was? Okay, thematisch passt es aber noch. Okay. Ja, er hat nur die alten Devil Dogs, die wir nicht wollen, schließen. So, schauen wir nochmal im Labor vorbei, ob Hansen dort was zu meckern hat. Ja. Ich kann es einfach nicht fassen. Diese Aufnahme beweist, dass alles wahr ist. Mengsk, Tarsonis, einfach alles. Was wirst du jetzt machen? Den Leuten die Wahrheit sagen. Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind muss erfahren, wozu ihr geliebter Imperator fähig ist. Das könnte schlimme Folgen haben. Es wird überall zu Ausschreitungen und Aufständen kommen. Aber das ist genau das, was du erreichen willst, oder? Es ist ein Anfang. Okay, gehen wir mal auf die Brücke, schauen uns die Missionen an, die zur Auswahl stehen. Ja, wir haben Haven, Neufolsom, Tyrador 8 und Valhalla. Ja, ich würde auf Valhalla gehen, aber wir gehen mal der Reihe nach. Haven. Ungeachtet seiner idyllischen Lebensbedingungen hat Havens unmittelbare Nachbarschaft zum Protoss-Territorium dazu geführt, dass sich terranische Kolonisierungsbemühungen in Grenzen hielten. Bis heute. Meine Leute haben eine Kolonie auf dem Planeten Haven errichtet. Eine ganze Weile lang ging alles gut, aber jetzt ist jeder Funkverkehr abgebrochen. Sie antworten auf keiner Frequenz mehr. Wir müssen dahin und sehen, was passiert ist. Vielleicht waren sie dem Zerg-Virus ausgesetzt. Außerdem befinden sie sich am Rande des Protoss-Raums. Jim, ich mache mir Sorgen, dass etwas Schlimmes passiert ist. Okay, wir werden wieder mit R angegriffen, denke ich. Kurz zurückdenken, Goliaths Upgrade. Könnte nützlich werden, aber ich gucke erstmal Neufolsom. Neufolsom ist reif, Mann. Jeder, der sich jemals gegen Mengs erhoben hat, wird darin gefangen gehalten. 5 Jahre alle Gefangenen freilassen, würdet ihr nicht mal wissen, wie ihm geschieht. Sag mir Bescheid, wenn wir loslegen können. Beschreibung dazu ist, Neufolsom ist ein berüchtigtes politisches Gefängnis, wo die Gegner der Liga auf Eis gelegt werden. Seine abgelegene Lage sowie die lebensfeindliche Umgebung machen eine Flucht aus dem Gefängnis so gut wie unmöglich. Das hier gefällt mir. Aus dem Grund werde ich die Mission bevorzugen, obwohl wir nur Credits extra verdienen könnten. Aber das ist doch genial. Okay, wir starten die Mission. Wo ist Tosh? Er hätte doch eigentlich schon hier sein müssen. Er hat das Schiff schon verlassen. Ich dachte, Sie... Sir, wir haben eine eingehende Übertragung. Sie ist stark verschlüsselt. Stell durch. Sieh mal einer an. Der berüchtigte Jim Raynor. Mein Name ist Nova. Wir sollten uns unterhalten. Was sollte mir einer von Manx' Lieblingsghosts zu sagen haben? Tosh belügt euch. Matt, hol Tosh in die Leitung. Ich bin mir sicher, dass er sowieso schon zuhört. Verschlüsselung hin oder her. Wir Phantome sind die Zukunft. Du hast es einfach nicht verkraftet, Kleiner. Jeder zum Phantom konvertierte Ghost ist zum psychotischen Serienmörder geworden. Die, die ich erwischt habe, sitzen jetzt in Neufolsom. Hör nicht auf sie, Bruder. Hilf mir, die Phantome aus Neufolsom zu befreien und wir können Mengsk zusammen fertig machen. Tosh will seine Phantomkollegen reaktivieren, indem er die Substanzen benutzt, die ihr mit ihm gesammelt habt. Neufolsom ist voller psychopathischer Killer. Willst du die wirklich auf die Galaxis loslassen? Ich helfe dir gegen Mengsk und meine Leute genauso. Sie wird sich dir noch nicht mal anschließen. Er ist eine Psycho-Zeitbombe. Er steht dir treu zur Seite, bis er dir eines Tages ein Messer in den Rücken rammt. Das ist der Moment der Wahrheit. Entscheide dich. Okay, wir haben hier Missionsbelohnung zur Auswahl. Okay. Erstmal Tosh. Helfen Sie Tosh, ins Gefängnis von Neufolsom einzudringen und die gefangenen Phantome zu befreien. Tosh wird für den Rest der Kampagne im Team bleiben und nach Bedarf Phantome ausbilden, oder? Helfen Sie Nova dabei, die Phantom Trainings... Oh Gott, es fängt wieder an. Linke Seite klappt, rechte Seite nicht. Nur, um euch nochmal darauf hinzuweisen.
Helfen Sie nur dabei, die Phantom-Trainingsanrichtung auf Avarus zu zerstören und die Gefahr durch psychotische Amokläufer von außer Kontrolle geratenen Phantom zu beseitigen. Nova wird Ihnen beibringen, wie man Ghosts ausbildet. Wird sich Ihrer Sache aber nicht anschließen. Okay, was ist das? Erstmal die Einheit an sich. Infiltrationseinheit kann Ultraschall... Ja, das ist nur die Fähigkeit nochmal. Ultraschallimpuls. Betäubt für kurze Zeit Feinde im Zielbereich. Kann nützlich sein, aber... Naja, ihr seht gleich den Vergleich. Oder Tarnung. Können Sie sich tarnen. Ich lese jetzt nicht extra vor. Oder taktische Nuklearrakete. Heißt, wir können eine bauen und Sie können sie abschießen. Okay, und das wäre Scharfschütze. Macht Instant Damage auf einer biologischen Einheit von 45. Schon allein, weil ich die Ghost sehen möchte und weil ich Tosh mehr mag, helfe ich Tosh. Okay, wollen wir Tosh mal helfen? Du hättest mir sagen sollen, was du wirklich vorhast, Tosh. Trotzdem glaube ich eher dir als dieser Meuchelmörderin von der Liga. Wir sind so weit gekommen, dann stehen wir das jetzt auch noch durch. Das war die falsche Entscheidung, Rainer. Ich wette, er hätte das gleich gesagt. Ich kann auf dich zählen, Bruder. Dann lass uns loslegen. Neufolsom wartet. Okay, Lade Daten über Neufolsom hoch. Labe dich an diesem Anblick, Bruder. Die haben sich ordentlich verbarrikadiert. Nova muss ihnen was gesteckt haben. Jetzt brauchen wir eine Armee, um in den Laden reinzukommen. Selbst eine ganze Armee wird dich da nicht reinbringen. Aber ein Mann, ein Phantom am richtigen Ort, kann einen Weg reinfinden. Dann hängt unser Fortschritt von dir ab, Tosh. Ich werde meine Jungs hart rannehmen. Sie werden deine Hilfe brauchen, um vorwärts zu kommen. Klar, du kannst diesmal in Ruhe zugucken. Ich übernehme die Führung und räume den Weg frei. Schick einfach weiter Truppen rein. Ich erledige den Rest. Außerhalb des Hauptgeländes gibt es zwei Zellenblöcke, die als Militärgefängnis dienen. Wenn wir sie aufbrechen, können wir wahrscheinlich mit der Hilfe der Gefangenen rechnen. Was sonst noch? Direkt beim Haupteingang des Gefängnisses ist eine Basis der Liga. Schaltet sie aus und die Wachen werden sich zurückziehen. Den Rest können die Gefangenen dann selbst erledigen. Okay, Tosh. Bist du bereit? Ich habe lange genug hierauf gewartet. Ich bin bereit. Okay, dann geht's wohl los.